Recht herzlich willkommen zur 89. Folge von Avorion. Ja, wo sind wir denn? Sind wir schon letztes Mal weggeflogen? Wir müssen auf jeden Fall noch, sag schon, Waffen ausrüsten und dafür brauchen wir auch noch Plätze für Kanoniere und sowas, ne? Jo, gut, da müssen wir erstmal schauen, dass wir in den Baumodus wandern. Der ist jetzt mit Hintergrund grau, das war da früher nicht, da konnte man immer alles sehen. Ich weiß gar nicht warum. Das letzte Mal noch so passiert ist, dass das weg ist. Habe ich da noch was dran gebaut? Ich glaube, ich habe letztes Mal hier noch was drauf gebaut, aber was es ist? Frachtraum. Ich glaube, den habe ich aus Versehen noch angeklickt, wo ich da die Folge beendet hatte. Ist das da, glaube ich, noch mit drauf gegangen? Jetzt habe ich hier aus Versehen den Chat angemacht, weil ich die Enter-Taste gedrückt habe. Das wollten wir ja gar nicht. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Unterkünfte noch kriegen, in Grün natürlich. Quartiere. Ja, ist die Frage, wo wir die hinmachen, ne? Ich glaube, wir setzen hier unten noch drunter, oder? Obwohl, da wäre auch noch eine schöne Lücke für. Da spiegeln. Und dann das vergrößern, oder? Geht das so rein, ne? So wird es hinpassen, ne? Ich glaube, das sind 17 Leute, das ist ein bisschen zu viel, ne? Dann machen wir das vielleicht flacher. 4 Leute könnte sein, dass es auch reicht. So, dann geht das schon. Wie man sieht, ist da natürlich die Beweglichkeit wieder weg. Immer wieder cool, ne? Was ist das? Korrekturdüsen. Die sind es dann auch. Was ist das für einer? Trägheitsdämpfer. Ja, das sind unsere Bremsen, aber die funktionieren ja irgendwie auch nicht so ganz so richtig, ne? Machen wir mal die Korrekturdüsen nochmal. Und machen wir die da hin. 16. Ja, jetzt ist es ja schon wieder gut, oder? Uns fehlt ein Mechaniker dann. Jetzt die Frage, gucken wir erstmal hier rein. Nanit, Bergbau, Geschützturm. Haben wir die Rüstung schon, die Bewaffnung schon dran? Ne? Nein, ne? Nee. Ist die verloren gegangen beim letzten Mal? Und ich sehe da jetzt gar nichts, ne? Doppel-Tesla-Geschützturm. Haben wir nur eins, ne? Kanoniere brauchen wir dafür zwei. 98,7. Was haben wir noch so? Noch ein Doppel-Tesla-Geschützturm hätten wir auch noch. Aber nicht Bergbau-Geschützturm. Ja. Ich mach mal das. Und setz den da ein. So, und dann fehlen uns 4 Kanoniere und ein Mechaniker. Quartiere sind dann auch leider nicht passend. Machen wir hier vorne noch was hin, oder? Irgendwie passt das nicht dahin. Also passt schon dahin, aber sieht so aus, als ob das nicht sehr schön wäre. Ich aus Versehen umgeschaltet. Quartiere wieder. Machen wir die X-Achse hier wieder aus jetzt. Plus 1 wäre das. Immer noch einer. Da wären es zwei. Wir haben 4, 16. Mach das mal hin erstmal. So, 12 plus 5 sind 17.
Sollte eigentlich funktionieren, oder? Gut. Wir haben nur keine Leute. Die müssen wir dann bei irgendeiner Station wieder wegholen. Müssen wir wieder rausscrollen gerade. Wo ist denn jetzt die nächste Station? Ah, das war falsch. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt zusehen, dass wir. Ja, ich glaube, das ist die nächste Station da, ne? Kommen wir nicht drum rum, dahin zu fliegen. Solarkraftwerk waren wir letztes Mal auch. Das war das, wo wir. Okay. Jo, ich dachte, ne, wir kommen da klar, aber. Dem ist dann doch nicht so gewesen. Ich war davon ausgegangen, wir kommen nebenher. Ja, ich glaube, wir müssen definitiv noch ein paar Bremsen einbauen, ne? Kommt zack gleich in den Baumodus rein hier. Trägheitsdüsen. Ich glaube, die war jetzt beim Eisen hier, ne? Trägheitsdämpfer. Zack. Machen wir da hin, oder? Bisschen kürzer. Zack, passt. Okay. Raus aus dem Baumodus. Gucken, ob er jetzt besser bremst. Nicht wirklich, ne? Naja, das nächste Dock ist da. Fliegen wir das mal an. Gut. Drücken wir F, Crew anheuern. Kapitän, Leutnant, Pilot, Ingenieur. Okay. Bisschen viel mit Zähne. Wie viel waren das jetzt, die wir mehr brauchten? Ich glaube 5, ne? Gucken wir mal rein, sehen wir hier. 4, passt. Und hier war einer. 5. 17 von 18, wir haben also Platz für eine Person noch mehr. Alles gut. Okay. Rückwärts fliegen geht gar nicht. Und vorwärts fliegen ist schon krass. Ich glaube, wir sind total komisch mit dem Ding unterwegs, ne? So. Was sagt er jetzt da oben? Wir sind unterbewaffnet, ne? Okay. Jetzt haben wir da zwei Tesla-Spulen. Also wirklich ist das nix. Weiß nicht, wie gut die sind, aber. Also wir können das Schiff auf jeden Fall ganz schlecht steuern, ne? Es steht hier, alles ist gut. Dann ist das doch so, oder? So, Koordinaten eingeben. Wir müssen da oben wieder hin und gucken, ob wir unsere Station noch finden können. Retten? Können wir retten sagen? Weiß nicht. Springen wir da erstmal näher. Map. Koordinaten eingeben. So, Computer hat das berechnet. Aber wir brauchen noch 3 Sekunden bis zum Sprung.
So. So, jetzt sind wir im Sektor bei unserer Station, die wahrscheinlich die ganze Zeit unter Dauerbeschuss liegt. Da ist er. Unser Ölbohrturm. Wer ist das da? So ein Xoltan-Speer oder was? Tja. Ist die Frage, ob wir angegriffen werden, ne? Machen wir Waffen aus erstmal. Greift er uns an oder nicht? Das ist die Frage, ne? Da unten ist noch einer von den Xoltan. Ja. Das unsere Station? Ja. Sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Da oben ist unser altes Schiff. Das, was wir verloren haben. Das war schon nicht schlecht, das Wrack, ne? Ist das für ein Wrack? Ist was abgeschossen worden oder was? Ich bremse, aber es bringt nichts, das Bremsen, ne? Trotzdem dagegen geknallt, aber das ist gar nicht unser Schiff, sehe ich gerade, oder? Nee, oder? Nee, das ist nicht unser Schiff. Da ist unser ehemaliges Schiff, kann da sein. Muss aber auch nicht sein. Sah vielleicht auch noch anders aus, oder? Okay. Ach, ich erinnere mich schwach, dass wir die Geschütztürme an unserer Station gebracht haben, ne? Kann das sein? Naja, das ist auch nicht unser Schiff, das sieht auch anders aus. Wo ist denn das jetzt geblieben? Verschwunden. Okay, zu lange gelegen und dann weg, ne? Irgendwo schießt schon einer. Da ist ein Xoltan-Speer. Hier ist unsere Station. Fliegen wir gerade mal dahin. Tja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat sich Wendy die Station verteidigt. Und das da vorne, das sieht so aus, als ob das unser Wrack sein könnte, weil da so viel neben rumfliegt, oder? Auf jeden Fall müssen wir das aufsammeln. Ja, da sind einige Updates und das ist alles, was wir noch haben, wahrscheinlich von unserem Schiff. Ja, gut. Bis
bisschen traurig, ne? Aber ist so. Ja, wir haben jetzt, ja, können wir aber gerade umbauen, ne? Machen wir gerade schnell ein Dingens hier. Haben wir einen dabei, das ist die Frage. Ja, Abracker ist hier. Ja, Bergbauer fehlen jetzt. Ist aber nicht schlimm. Machen wir jetzt gerade umschichten. Wo sind die Kanoniere? Das. Jetzt haben wir die Bergbauer drinne. Bergbau ist so Blödsinn, ne? Aber wir haben es richtig, glaub, gemacht, ne, oder? Bergmänner. Nee. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, weil da schon wieder Rote irgendwo sind. Die uns schon wieder irgendwas wollen. Ja, was haben wir denn jetzt eingebaut hier? Ein Abwracker. Passt also. Dann machen wir jetzt hier nur gerade weiter. Ich denn jetzt hier was abgewrackt? Nicht wirklich, ne? Wir sind zu nah da dran, oder? Kann das sein? Jetzt geht's. Dein Frachtraum ist nicht groß genug, um diese Fracht aufzunehmen. Super. Also sie sind wieder da. Und dieses Schiff ist sowas von schlecht zu manövrieren, dass wir das auch schon wieder vergessen können, was wir hier gerade tun, ne? Weil so nicht die Reichweite von unserem Werkzeug hier. Okay. Kannst du also knicken? Piraten greifen den Sektor an. Wow. Ja, jetzt geht was. Aber da bin ich viel zu nah dran jetzt, um das hier zu klären. Und da ist schon so eine doofe Rakete, oh naja, wo. Kriegen wir die los? Nee, ne? Schneller wie ein Torpedo sind wir nicht. Oh, den sind wir abgehauen. Krass. Okay. Geschwindigkeit können wir schon verdammt gut aufbauen. Ist allerdings alle. Gut. Das heißt, wir sind gerade einem Torpedo geflohen. Und das können wir. Naja, gut. Aber das hilft uns irgendwie nicht so ganz, ne? Ja, gut. Was tun wir, ist die Frage, ne? Irgendwie müssen wir das Schiff fortkriegen, dass man das manövrieren kann. Das wird unser Ziel sein. Und ja, machen wir aber in der nächsten Folge, weil in dieser Folge haben wir jetzt erstmal das Ziel erreicht mit der Zeit. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.